Und lädt und lädt. Erster. Erstens klingst du gerade wie ein. Keine Ahnung was, Kitty. Zweitens, wie du hoch sprechen kannst. Drittens, Olaf ist da. Es ging schnell. Und mach das nie wieder. Erster. Olaf ist zwar da, aber er läuft auf der Stelle. Olaf ist besessen. Olaf ist der Geist. Nee, da ist er. Das da. Da guckt gleich wieder mit Thermometer. Olaf, sag mal was. Du musst auf jeden Fall die Empfindlichkeit beim Mikro noch runterschrauben. Weil wenn du anfängst zu reden, das fängt immer erst verzögert an. Sprich, der erste Teil vom Satz fehlt immer. Mhm. So, hört ihr mich jetzt besser? Und jetzt? Ja. Jetzt, also. Ja. Okay. Die Stimme müsste eigentlich mitten in irgendeinem großen Raum haben. Okay, und? Erster. Machen Sie ein Foto vom Geist. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Fotografieren Sie dreckiges Wasser. Der Geist heißt Darko. Ich habe nur noch Darko gehört. Red bitte dem anderen Chat. Nein. Scheiße, falsche Taste. Hallo, als Info, ich bin Profi, also nichts mit Aufwärmrunde. Was spielen wir? Schwierigkeit Profi. Bist du da? Bist du hier? Irgendwas hat sich verändert, Reik ist nicht oben. Bist du da? Das gab's noch nie, dass Reik nicht oben ist. Gibt's hier überhaupt ein zweites Geschoss? Ich denke mal nicht. Bist du da? Hier ist er! Wir haben eine Voicebox. In der Küche ist er. Keine gefrierte Temperatur? Ich schau mal wegen dem Buch. Schick uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hmm.
Ab den Knochen. Herr Rodos hat den EMS gerade dabei. Schreib in das Buch. Schick uns Nudes. Kriegst du es hin, Olaf? Hat er die Kamera das, dabei? Videokamera? Nö. Schreib in das Buch. Olaf, kannst du mal bitte im Van gucken, ob der nur auf Einzelpersonen reagiert oder auf Gruppen? Alles klar, ja. Braucht nur ein Feuer im S. Schreib in das Buch, mal uns ein paar Bildchen. Ich weiß nicht, ob du es verstanden hast, der Geist reagiert nur auf Einzelpersonen. Okay. Ich sehe mein Atem, Gefriertemperat. Ich komm noch mal mit dem Ding, ich war aber der Meinung, das war deutlich übergefriert Temperaturen. Der hat gerade erst die Gefriertemperaturen angemacht, wo ich gemeint habe, er soll mir ein Zeichen geben, ins Buch schreiben und ein paar Bildchen malen. Ja, Gefriertemperatur. Sag ich doch, du kannst mir ruhig was glauben. Er sagte, dass ich dir nicht geglaubt habe, aber sowas kontrolliert man halt gerne. Du sagst das. Jeden Tag aufs Neue. Räucherstäbchen hatten wir keine mitgenommen, oder? Ich hab keine dazu gepackt, nee, leider. Wow. Da müsste ja was fehlen. Wir haben die Möglichkeit zwischen Gespenst, Mare oder Dämon. Beim Gespenst würde das Salz helfen, wenn wir es ausschütten und der nicht durchläuft, dann wissen wir, es ist ein Gespenst. Hat eigentlich jemand die Videokamera schon eingeschaltet? Nein. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen. Wir haben jetzt so lange kein Fassmove mehr gespielt. Wie platziere ich noch mal das Salz? Ich hab's noch nie gemacht, darum keine Ahnung. Ja, so halt. Hab's. Hab's du gerade hingesetzt. Darko, mal bitte in den Räumlichkeiten das Licht überall ausmachen.
Nee, das ist kein Orb, das ist sein Atem. Dann müssen wir die mal anders platzieren. Ich finde den Zeit 6 Schalter nicht. Hallo. Nee, wir müssen die Kamera anders platzieren, da wo sie ist, da sieht man nichts. Wie heißt eigentlich der Geist? Ich guck nach. Maria Weiss. Und dort? Nein. Foto vom Geist machen, Waschbecken müssen wir mit Wasser fotografieren, ja, und dann Fingerabdrücke oder Geisterbuch. Ich habe ganz kurze Frage, was ist jetzt der Geist, also was ist denn? Wissen wir noch nicht, uns fehlt ja noch eins. Telefon. Wo ist denn das Telefon wegen Fingerabdrücken? Woher soll ich das wissen? Hier hat irgendwie jedes Zimmer ein Telefon, aber ich weiß doch nicht, welches klingelt. Olaf, du Hund. Hier ist Wasser irgendwo. Ja, das war Olaf, der hat sie da angemacht. Telefon. Ja, ihr Feiglinge. Was hat das mit dem Feiglinge zu tun? Du gehst aus.
Ganz ehrlich, du gehst gar nicht mehr in das Haus rein, du stehst immer da vorne im Flur. Ich hab gesehen, wie der Geist aussieht. Ich glaube, das ist ein, also der war ziemlich korpulös. Ich habe ihn leider nicht fotografieren können, weil ich der nur einmal kurz aufgeblinkt ist, aber korpulös, dick und sein Gesicht ist leicht entstellt. Also ein Metzger. Ja. Hast du ihn denn überhaupt gesehen? Gehst du gefälligst mal ins Haus rein? Du Feigling! Geh rein, du Feigling! Alter! Alter, ich suche hier das Telefon, während der Geist auftaucht und Darko die ganze Zeit... Nur hier vorne pümmelt der Hund rum! Weil du mich immer nur dort siehst, das ist nicht mein Problem, Mike. Ey, in der ganzen Aufnahme sieht man nicht nur zum Anfang mal kurz das Buch da reinbringen, das war's. Ja, weil du so ein scheiß Timing hast. Wer ist das denn, der hier am meisten krepiert? Nicht du? Ey. Ganz ehrlich, ich dürfte eigentlich gar nicht mehr hier reinkommen, weil ich kaum Sanity hab. Dann nimm doch die scheiß Pillen. Also das ist auch keine Begründung mehr. Dann nimm du sie doch und geh richtig ins Haus rein. Ich bin zentral im Mittelpunkt des Hauses, also beklag. Ja, jetzt, nachdem ich mich aufrege und ich höre gerade Wasser. Wo hörst du Wasser? Ich hab grad unten im Keller Wasser gehört. Okay, falscher Alarm war der Regen. Ja gut. Komm, das gehen wir uns jetzt mal angucken. Der ist 100 pro wieder draußen. Was machst du schon wieder hier draußen? War arschklar. War arschklar, der Feigling, ey. Ja, dann suchen wir mal. Ey. Auch wenn du mich jetzt entschürst, ich weiß, du guckst das Video an, Darko, du bist ein Feigling. Alter, ich bin im Keller und der pümmelt mir vorne rum. Alleine greift er gerne mal an, zusammen eher weniger. Alter Schwede, ey. Ja, ist mein Zeug wieder flöten gegangen. Geil. Ich meine, er war im Keller. Ein Sensenopa! Ich verfolg den jetzt. Das ist wirklich ein Sensenopa! Oder eine Oma?
Also einer muss meine Leiche fotografieren gehen. Ja gut, kein Wunder, dass du angegriffen hast, wenn ich nur noch 0% hab. Ja. Ike, bist du hier in der Nähe zufällig? Wenn ja, heb mal irgendwas auf. Ihr Helden. Da hätte ich selber dran denken können. Ich muss da noch was mitnehmen. Wir müssen jetzt schnell Ikes Leiche finden. Ich werde mal keine Tipps geben. Ich bin mal gespannt. Toter Körper. Jo. Erstmal schauen, ob es gezählt hat. Warte mal. Was fehlt denn überhaupt noch? Ich meinte entweder ab der 20 Super, der nicht getan hat, oder Fingerabdrücke. Das bedeutet, ich würde das für Fingerabdrücke machen, weil wir nie genug Zeit hatten, alles abzuschauen gründlich. Oder abzusuchen gründlich. Foto vom Geist, vielleicht schaffen wir noch eins zufällig, aber sonst würde ich sagen, das ist ein. Warte kurz. Sonst würde ich sagen, dass es ein Gespenst ist. Verfolge Starko. Wieder hier vorne wieder bleiben. Komm mal mit. Raus. Hey, Darko. Du gehst da bist jetzt schön mit rein, du kleiner König. Alter, komm. Erstens, ich geh da nicht allein. Keine Sorge, aber du hast. Nein, du musst es jetzt. Nein, nimm das, ich mach das Foto. Ich mach das Foto. Ich kann besser zielen, zweitens, ich hab die niedrige Affinity. Wenn ich sofort in den Raum bin, geht's wieder los. Nimm Pop. Wieder! Alter, Darko. Der schön viel Abstand halten, dass er ganz schnell wegrennen kann. Ike eigentlich. Ike, bring mal irgendwas zum Werfen her. Ah, da. Einmal runterwerfen, dass wir nochmal reingehen sollen. Zweimal runterwerfen, war alles. Okay. Komm da, geh rein. Ja, und du bleibst hier schön an der Tür stehen, Darko. Nee, Buch ist leer, gut.
da? Wow, wie sieht denn das aus? Alles klar. Darko ist der Nächste, der stirbt. Und wie heißt der? Ich müsste den noch als Geist auch triggern können. Maria White. Darko wieder hier vorne an der Tür. Maria White, Maria White, Maria White, Maria White, Maria White. Warum gehst du runter? Hä? Wo? Da steht er. Komm hier hoch, der Raum ist hier oben, Licht hier unten. Schade, als Geist kann man den nicht triggern. Ich dachte eigentlich, dass er da jetzt irgendwo auftaucht. Dann komm. Die Taschenlampe ein. Die sollte man eigentlich ausschalten. Hierher, Geist, hierher, genau. Komm mit, ich zeig's dir. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, im Keller sind sie nicht. Okay, wir müssen jetzt raten, weil wir haben keine Sendung mehr und wir sind mit uns tot. Also, wie gesagt, ich bin für die Fingerabdrücke, weil das ist was am wahrscheinlichsten ist. Foto vom Geist, ich hab's versucht, ich glaube, ich habe aber nichts aufgenommen, was irgendwie verwertbar ist. Und drittens, ich habe wieder 0% Sanity, wie ich mich kenne. Der hat nach draußen fotografiert, hätte er sich umdrehen müssen. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Ich habe noch 0%, du noch 20%. Also für uns beide wäre das nicht mehr so ratsam, da reinzugehen. Hä? Okay, ich mach das Foto und opfer mich. Willst du wirklich noch ein Foto machen? Könntest du bitte per Rede, ich höre dich übers Mikro. So nicht, du musst anders reden. Red mal mit V. Hier kann ich noch mit V reden, da drin aber nicht mehr. Kannst du auch. Also dann erzähl. Also, wie machen wir's? Ich würde auch für dich raten, nicht mehr reinzugehen, ganz ehrlich, weil so viel wert ist dieses Scheißfoto auch nicht. Und die Runde ist sowieso kacke gelaufen. Wir haben weder Räucherstäbchen dabei, wir haben nichts. Das Wichtige war, wir haben Ikes Körper fotografiert und ja. Dann lass zurückgehen. Ike, wirf einmal die Tasse, wenn wir noch mehr reingehen sollen, und wirf auch einmal die Tasse, wenn wir nicht mehr reingehen sollen. Ey. Er hat einmal die Tasse geworfen, wir sollen also nicht mehr reingehen. Okay, ich hab Gespenst. Ike, wir sind beide bei Gespenst. Du kannst dir natürlich selbst aussuchen, was du machst, aber mach irgendwas. Und drück einmal, wenn du es eingetragen hast. Okay. Eingetragen, Olaf? Gespenst ist drin. Dann los. Bin ich mal gespannt. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Doch nichts mit Gespenst, Darko. Was hätte eine Mare gebraucht? Ich glaube Buch oder so, keine Ahnung. Geisterorb. Aber da hatten wir ja nie einen.
Okay, um die Geisterorb dachte ich, wäre raus. Schön und gut, dass ihr Mann und Frau seid, aber der tote Körper hat bei dir gewertet, oder? Ich habe $7 bekommen. Mehr nicht.